Die beste Antwort auf B7, B5 ist mit Springer B5 Zug verbunden. Und in dieser Stellung muss Schwarz mit ein bisschen Vorsicht vorgehen. Der beste Zug ist um E8, aber Springer F4, die alte Variante, die wurde inzwischen kompromittiert, ist vielleicht auch spielbar. Und zwar deswegen, weil jetzt nach Läufer E4 zum E8 sogar die ursprüngliche Widerlegung, also Springer G5 ist ein bisschen revolutionärer Zug im Sinne, Weiß stellt den Springer nach oben und der Springer kann sicher bedroht sein mit H6, F6 und so weiter, aber der Springer vom G5 ist aktiv und kann gelegentlich auf E6 hopsen. Das ist etwas, was für Schwarze unangenehm ist. Nach Dame A5, Springer C3, Läufer A6 will Schwarz Potenzial von seinen Figuren vor allem nutzen. Und für Weiß ist die weitere Entwicklung nicht so einfach. Jetzt nach Dame C2, F5, Springer E6 wurde einmal F4 gezogen, Springer E4, Dame B6, Läufer C3. Das ist eindeutig besser für Weiß und Weiß hat gute Gewinnchancen. Aber eine Variante, die wurde noch nie gespielt, wurde ziemlich leicht von Computer entdeckt. Das ist Springer E5. Springer E5 nach Springer E5 hat Schwarz gewisses Potenzial, Angriffspotenzial. Weiß muss unbedingt mit F4 reagieren und jetzt Springer C6. Das ist keine Variante, die man, der das analysiert, also leicht findet. Nach Springer C6 muss Weiß auf G7 rausnehmen und jetzt kommt Springer D4. Es ist ratsam, jetzt die Dame zu geben, aber nach Springer C4, Läufer C2, Turm E8, König D1 hat Weiß zwar relativ viel Material für die Dame, Turm und zwei Leitfiguren, aber seine Kräfte sind nicht besonders gut koordiniert. Wenn er besser steht, also er steht besser, aber nur ein bisschen. Und in dem Sinne ist die Variante nicht so eindeutig wie ein Ruf von dem Ganzen. In den letzten Jahren war das praktisch also nicht mehr gespielt. Damit ist aber ein Problem verbunden, und zwar, also Weiß kann sich erhoffen, dass er nach Springer E4 Läufer, pardon, dass er nach Springer B5, wenn Schwarz nicht den Springer E4 sofort spielt und mit Turm E8 anfängt, Weiß kann sich erhoffen, dass er in die gleiche Variante reinrutscht, die alte Variante mit Springer D2. Springer G5 nach Springer E4, Läufer E4, Springer G5 ist relativ neu. Diese Variante wurde in der Vergangenheit vertrieben. Und jetzt nach Läufer A4, Läufer A6 kommt A4, Dame A5 und wir sehen, die Figuren sind bedroht, Figuren vom Weißen und zwar deswegen, es droht Läufer B5, es droht Turm E4. Weiß hat eine Mehrfigur, aber die Figuren von Schwarzen sind extrem aktiv und das Ganze ist ziemlich gefährlich für den ersten Spieler. Nach Springer D6 kommt Springer D7, Schwarz opfert noch mehr Material, weil er weiß, dass Weiß nicht der Drohung F7, F5 entkommen kann. Nach Dame C2, F5 nimmt Weiß auf E8 und jetzt in diesem Moment besitzt er ein Turm mehr. Das nutzt ihm aber wenig, er verliert eine Figur und schwarze Kräfte spielen auf Maximum. Das ist sicher gefährlich, für einige Leute einfach unerträglich. Nach König D1, FE4 muss Weiß praktisch auf E4 rausnehmen, sonst kommt Läufer D3 und nach Springer E4 ist vielleicht das Beste C4 zu versuchen. Das ist eine Idee, die wurde im Laufe von Entwicklung von dieser Variante entdeckt. Nach Springer C3, Läufer C3, Dame C3, Dame D5, Läufer D2 spielt Schwarz Springer C5 und hat sicher genügend Gegenspiel für seine geopferte Qualität. Also er hat eine Qualität
Qualle und Bauer jetzt minus, aber seine Kräfte sind weiterhin extrem stark entwickelt und es ist einfach gefährlich für Weiß. Es gibt Leute, die wurden so eine Variante mit Weiß kaum spielen können und ich selber bin kein Anhänger von diesen Experimenten. Die Figuren einfach im generell spielen, wenn die also auf Maximum spielen, das ist äußerst gefährlich und jede Fehler vom Weiß könnte sehr heftig bestraft werden. Das ist sicher nicht für Weiß wünschenswert, aber auch Schwarz spielt mit gewissem Risiko, wenn er Springer B5 mit sofortigem Springer E4 beantwortet.